Willkommen zurück zu Minecraft und zwar zur Folge 700 und Special. So nenne ich die Folgen eigentlich immer, wenn ich nichts Spezielles mache. Ist natürlich auch sehr geil, weil das letzte Spezial war ja bei... Warte, ich mache Mikro mal ein Stückchen weiter weg. Oh Mist, wo ist mein Schlüssel? Ui, warte mal kurz. Oh, vor allem warte mal kurz, als ob hier nur einer zuguckt. Warte mal kurz, mein einziger Viewer. Genau, normal. So, Mikro passt jetzt wieder besser. Katze? Ui. Oh. Fährliche Musik. Genau, das letzte Spezial war über 666. Da wollte ich jetzt nicht sofort eins nachreichen, weil dann werden die Spezial ja über... nehmen die ja Überhang. Zudem, habe ich versucht, den 1.5 abzudaten, aber diverse Mods gibt es noch nicht in 1.5. Die Musik passt jetzt mal so gar nicht. Und zwar zum Beispiel der Sortierer, den gibt es noch nicht in 1.5. Nein. Deswegen muss ich noch warten bis... oder mit 1.5. Ich habe zwar schon mal versucht, das Texturpackage umzumodeln, aber das ist ja sowas von krass geändert worden. Weil Leute, die sich damit auskennen, die wissen es. Früher war es halt eine riesige Datei, wo drin alle Texturen waren. Und da bin ich halt hergegangen und habe die einzeln ausgetauscht und fertig war das. Und jetzt hat jede Textur ihr eigenes, ja, wie soll ich sagen, ihre eigene Datei. Und dann gibt es noch Animationsdateien dafür und Textdateien für diese einzelnen Animationsdateien. Und das war ein bisschen too much für mich. Ich denke mal, dass ich mich da langsam drum kümmern muss, sobald die Website steht. Damit ihr auch einen Grund habt, da drauf zu gehen. So, jetzt machen wir aber erstmal hier weiter. Ich werde jetzt erstmal zu der Endertruhe hüpfen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuletzt war. In der Endertruhe ist nichts drin. Oh mein Gott. Weil ich würde sagen, ich mache mal ein bisschen in der Stadt wieder weiter. So unspecial-mäßig. Wobei unspecial-mäßig könnte man eigentlich auch den Gebirgsturm weiterbauen. Das wäre, glaube ich, mal was. Habe ich da... Na, so. Jetzt überlege ich gerade, wer krampfhaft, was da noch drin war in dieser Stadt. Ich glaube, sowas könnte man da ganz gut gebrauchen. Vielleicht auch mal ein paar Fackeln noch. Wohl 72 hätte ich noch. Egal, so muss es erstmal genügen. Ich rase mal eben rüber. Hey! So, eingepackt. Und zum Dorf. Ich hatte ja auch schon gefragt, ob ich mal ein bisschen mehr Sachen vom Buildcraft nehmen soll, also mehr Röhrchen. Vielleicht auch mal so ein... Ich komme jetzt auf den Namen nicht, der von alleine rumgräbt. Kann man auch irgendwie einstellen oder einbauen. Dass man dann so ein riesiges Loch irgendwo hat. So ein super Heftschloch. Ja, ich mache mal mein Getränk wieder auf. Typisch. Fang das Spiel an, 3 Minuten später geht es hier schon rund mit den Getränken. Kein Bier, sondern einen kleinen Eiskaffee. Oh yeah, Baby. Da war ein Zombie zu hören. So, jetzt sind wir schon in dem Dorf. So, meine Herren, jetzt sind wir in dem Dorf und jetzt geht's hier rund. WTF, da ist ein Golem gespawnt. Heil dem Golem. Ist ja, was das heißt, egal. Der Golem beschützt das Dorf. Und deswegen hat er natürlich Aufmerksamkeit verdient. Hier ist das Badehaus. Ich glaube, wir sind momentan genug Türen. Ist natürlich blöd, wenn ich jetzt unten die Katakomben weiterbaue. Die Katakomben. Obwohl, ich würde vorschlagen, dass ich keine Katakomben baue, sondern hier erstmal ein Dach drauf setze. In dem Badehaus. Alter. In dem Badehaus hier. Ja, ich habe gerade ein Brett vom Kopf. Weil ich wollte hier eigentlich noch irgendwie was dran bauen. So finde ich das ein bisschen langweilig, öde, scheiße, nicht so gut. Deswegen würde ich fast schon sagen, kommt das hier weg? Oh yeah. Kommt hier normaler Sand rein? Achtung, aufpassen. So, der Weg führt da rein. Genau, immer. Schöner Weg, der da reinführt. Und dann würde ich fast schon sagen, guck mich bitte nicht so an.
mag das nicht. Hau ab. Geh an die Arbeit, hast nichts zu tun, geh predigen. Okay. Was guckst du so? Gebt auf die Fresse paar Mal. Genau, da waren ja die Umkleidekabinchen. Dann würde ich hier schon fast wieder eine... Zu weit. Okay. Der Priester geht baden. Das war sein... Ne, guckt sich die Umkleidekabinen an. Alter Spanner, du. Hopp. So, ich würde jetzt fast schon sagen, dass ich hier so eine Ecktür einbaue, oder? Ecktür? 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 Ne, komm, Ecktür? Ich glaube, ich habe hier immer Effizienz. Das knallt hier immer so weit von weg, das Ding. Also bevor ich hier generell eine Tür mache, mache ich jetzt erstmal hier den Boden wieder fesch. Weil ich würde hier gerne noch eine Leiter haben, dass das so ein bisschen noch nach oben führt. Dass das Badehaus ein bisschen größer ist von der Höhe. Und fertig. Na, jetzt die Frage, könnte man das schon so lassen oder... Golem gammelt er ab. Autsch. Nee, so ist blöd. So ist schon mal richtig blöd. Gefällt mir schon mal gar nicht. Jetzt ist die Frage, sollte man da eine Ecktür einbauen? Oder nicht? Wohl irgendwie nicht. Ecktüren wirken so ein bisschen asynchron. Das mag ich nicht. Hau ab. Du gehst raus. Du rostest. Du bist aus Eisen. Dass die das nicht kapieren, ne? Eisengolem, hallo? Natürlicher Feind Wasser, gepaart mit Sauerstoff. Oh, schon wieder. Das fällt mir aber irgendwie immer nur bei Minecraft aus, dass ich diese mittlere Maus, ne, die rechte Maustaste, dass sie so super fast ist. Super fast und super furious. Ja, genau, so kann man es jetzt lassen. So ist perfekt. Super geil. Ab ins Dorf und hier schön weitergebaut. Ich meine, klar, Minecraft 1.5 ist schon lange draußen. Jetzt denken sie alle, warum baut der nicht schon in 1.5? Aber es haut leider noch nicht so hin, wie ich gerne möchte. Aber an sich ist das jetzt auch alles nicht unbedingt 1.5 spezifisch. 1.5 wäre natürlich geil, dann könnte man die Hühnerfarm so bauen, dass die ganzen Eier in die Kiste landen automatisch. Aber... Was soll es? Das ist schon mal gut. Ah ja, Fackel noch. Das Badehaus. Dann könnte hier sogar noch ein Fenster hin. Das wäre doch mal was. Muss ich nur mal eben hier die Decke ein bisschen hoch machen. Das Badehaus kotzt mich jetzt schon wieder an. Hat schon wieder zu lange gedauert. Genau, da geht's hoch. Und hier könnte man ein Fenster bauen. Alter. Hat es geblitzt? Zum Glück bin ich im Haus. Fenster waren ja normal, ne? Genau, das ist übrigens Optifine und das geht mit Steuerung. Für alle, die es noch nicht wissen, gibt es immer wieder welche. Ich hatte mal eine Zeit lang das mal nicht mehr gesagt. Und prompt war direkt wieder ein Kommentar davon in den Kommentaren. Wo auch sonst, ne? Wo auch sonst? Ja, habe ich den Regen aus? Obwohl ich bin in der Wüste, hier wird es wahrscheinlich regnen. Das wird es sein. Das kann man hier oben nämlich herlaufen. Wenn man nicht so blöd ist und runterfällt wie ich. Hä? Oh. Es hat immer krass, da rauszukommen. Man könnte ja aber auch oben so einen Rahmen machen. Ich würde gerne mal wissen, ob das hier regulär regnen würde. Oder ob es jetzt hier nur nicht regnet. Weil ich wahrscheinlich den Regen ausgemacht habe.
Das wird das hier doch größer als vorher geplant, aber ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung und falls hier mal ein Dorfbewohner hochlatscht, kein Problem, hier ist sicher. Und noch 58 Steine. Ich glaube, es wird eng, aber ich kann ja den Sand ein bisschen ummodeln und ansonsten gehe ich halt in die Katakomben unter dem Dorf. Und baue danach noch ganz, ganz viele Türen rein, damit die sich hier paaren ohne Ende. Wie dann so ein Dorf. So eine Dorforgie. Nein, obwohl doch gut. Ecke ist gut. Ecke ist sehr gut. Ach, guck mal, ich habe doch noch einen Stack. Ich bin gerettet. Wohl nicht komplett, glaube ich. Egal. So, mal angenommen, hier sind zwei Fenster drin. So und so ist schon mal gut. Wie sieht es denn hier aus? Immer ein Zweierfenster? Komm, lass es auskommen. Lass es sexy auskommen. Nee. Natürlich nicht. Was ist mit Dreierfenster? Dreierfenster. Doch, Dreierfenster passt doch genau, oder? Oder vergucke ich mich jetzt da? 1, 2, 3. Bam. Perfekt. Perfekt, sage ich da nur. 1, 2, 3. Hier oben können ja noch so ein paar Liegestühle rein. Damit die Dorfbewohner sich hier mal schön relaxen können nach den ganzen Zombie-Angriffen in der Nacht. Und den Verwandlungen von den lieben Geschwistern, wenn die zu Zombies werden. Ist ja aber ganz schön ärgerlich. Boah. So klappt das ja schon. Boah, schon mal ganz gut. Nein, das war zu viel. Hätte ich mal nichts gesagt. Hätte ich mal nichts gesagt. So, ich sehe gerade, das Dach hat quasi einen Überstand. Genau, einen Überstand. Demnach müsste hier noch eine Reihe drauf. Verdammt. Oh nein, alle. Aber ich habe ja noch Sand. Komm, das muss aber reichen. Aber dann reichen wahrscheinlich meine Treppenstufen nicht hier hoch. Alter. Wollen wir leer das Dorf jetzt ist, gerade weil hier alles voll mit Leuten. Wobei das Haus ist noch unbewohnt. Ist, glaube ich, ein Geisterhaus. Und Golem passt schön auf. Oh ja, Golem, pass schön auf. Du machst das schon.